Hallo und willkommen zu Assassin's Creed. Mann. Was war da drin in dem Pfannkuchen? Natürlich Uncharted 4, Thief's End. Das sowas mit VR. Da wird man noch verrückt. Das wäre für mich schlimmer wie jedes Gruselspiel. Das sind quasi, wären quasi die Gruselspiele einer nicht schwindelfreien. Das wären so eine Spiele. Bergsteigen mit allem Pipapo. So, einmal A Way of No Return. Schafft er den Sprung? Ansonsten wüsste ich nicht, wie er das hier da runterhangeln würde, auch nichts bringen. Meine Güte, ob man dann auch so runtergucken würde, wenn das. Und das jetzt noch in. Gehen wir mal. Ja, ich weiß nicht, wie schnell sich das jetzt entwickeln würde. 5 Jahre weiter. Die nächste Konsolengeneration, obwohl es gibt, soll ja keine nächste, obwohl bei PlayStation könnte ich mir schon vorstellen, dass es die nächste Konsolengeneration gibt. Ich glaube, ich speichere mal lieber hier. Das ist übrigens das, was mir auf der Konsole bei Tomb Raider 1 gefehlt hat. Man konnte ja nicht immer speichern. Und dann hat man gesehen, das ist ein riskanter Sprung. Jetzt nicht hier, da soll es wahrscheinlich gehen. Aber da wäre ein riskanter Sprung gewesen. Man weiß nicht, soll ich den machen oder nicht. Und wenn man dann speichern kann, dann sagt man auf dem PC einfach, da habe ich ja die Let's Plays gesehen. Auf dem PC sagen die dann einfach. Ja, dann speichere ich halt mal ab und dann probiere ich diesen Sprung. Auf der Konsole war doch scheiße. Jedes Mal, wenn du so einen Sprung probiert hast, dann war es doch schon wieder die Arschkarte. Dann bist du, warte mal, das sieht mal sehr danach aus, als ob da irgendwas wäre. Hallo, willst du bitte mal darauf springen? Was ist denn los hier? Gehorche, deine Meister. Deine Meister. Meister, Meister. Nein, da ist nichts. Hätte ja sein können, dass sie irgendwo. Wahrscheinlich da um die. Hätte ja sein können, dass um die Ecke, die das. Ich springe jetzt rüber. Hi, der Witzka. Und das ist auch das Schöne hier. Man hat so viele Möglichkeiten, da zu springen. Ja, klar, da war so lange weg, dass sie ein Feuer gemacht hat. Vollkommen klar. Das kann doch nicht von ihm sein. Ach, von dem Piraten Jones hier. Hi, Lippo. Schön, dass du mich gefunden hast. Burn, burn, burn. Hattest es fast geschafft. Da sind die Schiffe, der Schiffsfriedhof. Man kann sogar noch die Sachen sehen, wo man war. Da mal gegen diese Shootouts, glaube ich, gehabt bei diesen Schiffen da hinten. Okay. Ah, wir haben so einen Haken. Ist er gerannt? Hurra! Hurra! Ich finde keine Secrets mehr, das ist aber gar nicht gut. Ja, Lippo fühlt sich doch nicht wohl, wenn er nicht alle 5 cm ein Secret findet. Vielleicht ist das ja, ein bisschen so die Begründung des Multiplayers. Vielleicht kann man da besser eine Karte ausloten, wenn die Multiplayer reinbauen. Die Wege, die alle begangen werden können, etc. Vielleicht kann man das einfach. Ach, jetzt ist hier wieder. Rutschen, springen. Oh,
Man hat überhaupt gar nicht die Chance, von alleine irgendwie eine Art von Reaktion an den Tag zu legen. Weil das da so vollgeskriptet ist, dass deswegen mache ich da auch gar nichts mehr. Das hat ja keinen Sinn. Egal wie man auch reagiert, es kommt doch eh zum selben Ziel. Das heißt, man hat gar nicht die Chance, da jetzt durch irgendwelche Reaktionen vielleicht an, ja, jetzt zu sagen, ja, es hat schnell genug reagiert, jetzt ist ja nicht darunter gefallen, vielleicht muss ich trotzdem eh lang, aber da wäre irgendwas an Secrets zu entdecken. Ach, das ist quasi das gleiche wie vorhin. Die Höhle. Recycelte Höhlen. Aber da bin ich zurückgegangen, ich hoffe doch wohl nicht. Dass ich jetzt wieder so den Rückwärtsmarsch angelegt habe, Rückwärtsgang. So, da ist das da. Worüber ich in diesem Teil wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Das ist, dass hier nicht irgendwelche Monster auftauchen, wie, keine Ahnung. Wie in dem ersten Teil beispielsweise diese Monster in den Höhlen, in den Stollen oder was das da war. Das hat mich doch sehr abgetürnt, diese Monster. Achso, ist wie hier der Lara-Gedenkhaken. Ja, nee, die Lara, die hat jetzt... Okay, ins Wasser rein? Kann das sein? Ist da Wasser? Das ist kein Wasser. Da ist zwar Wasser, was da runterfließt, aber... Ach, war das umgekehrt? Hätte ich hochgemusst? Aber wo muss ich denn hin im Endeffekt? Ich glaube, mein Tod ist nicht hier, dass ich da abstürze. Mein Tod ist eher, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Darunter doch wohl, doch wohl sicherlich nicht. Ach, da muss ich hin. Lippo, was ist denn los hier? Du weißt doch, dass du den Lacher-Gedenkhaken hast. Oh, das ist das auch geschmeidig mit dem Teil hier. Wo lang jetzt? Der Lippo, der weiß nicht wohin. Der Lippo weiß hier nicht wohin. Okay, okay, ich schaff das. Was denn? Wohin denn überhaupt? Ach, der soll jetzt hier. Jetzt ernsthaft? Der schwingt jetzt darüber und im Flug wirft er den Haken? Naja, here we go. Doch nicht. Der hätte hier wohl ein bisschen mehr hin und her schwingen müssen. Da fehlt es mir immer an Geduld. Dass er dann schwingt mal hin und her, die Nase muss ich jetzt nicht unbedingt melden. Okay, ja, das war wieder wunderbar geskriptet. Wieso erschreckt sich keiner? Mensch, Lippo, das kann nicht sein. Wieso erschreckst du Arschloch dich denn nicht? Bist du so abgebrüht? Ja, ich frage mich eher, wie das schafft. Obwohl, da soll man vielleicht nicht zu viel nachdenken. Sonst könnte man sich auch fragen, wie das die Handgelenke aushalten, diese Riesensprünge. Wenn man sich jetzt fragen würde, wie das gehen sollte, einen Haken irgendwo zu befestigen, dran zu schwingen, irgendwie den Haken zu lösen, in der Luft den Haken aber auch wieder zu werfen und wieder woanders zu befestigen. Andererseits fragt man sich bei Tomb Raider auch, was alles wohl magnetisch sein muss. Er hat ja zumindest noch so einen, ja, nicht mal naturbelassenen Haken. Ja, ja, ich stell dich mal nicht so an. Das ist so eine Sicherheitszone.
Meine Güte. Okay, ich vermute mal, ich muss. Meine Güte, jetzt ist aber hier da die Haken-Action aber ganz schön häufig angesagt. Ja, jetzt sind wir wieder am festen Boden unter den Füßen. Ich finde das aber schön, dass sie das weiter ausgebaut haben. Da sind, ach, das ist ja das Schiff hier. Wir sind fast da. Lange ist das Spiel nicht mehr. Nur zur Sicherheit, falls da doch eine Lücke zwischen war. Okay, ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen.